Wer Europa liebt, aber die EU verachtet, für den wird das ein schöner Tag. Zumindest, wenn man nicht Uschi von der Leyen heißt, oder? Die Rechtsradikalen haben in Italien gewonnen. Danke an Bella Italia. Bei der Frankreich-Wahl hat es vielleicht noch geklappt, dass sich andere Regierungschefs in die Wahl einmischen konnten, aber in Italien ist das eben nicht mehr der Fall. Wollen wir mal lesen, was diese böse rechte Giorgia Meloni gesagt hat? Wir sind keine Bedrohung für die Demokratie, aber wir sind sicherlich eine Bedrohung für das Machtsystem der Linken. Und wisst ihr was? Diese Bedrohung, die finde ich sogar sehr gut, weil wie es um das Demokratieverständnis der EU und vor allem auch von der Uschi von der Leyen steht, hat sie in der Vergangenheit öfter bewiesen. We'll see if things go in a difficult direction. I've spoken about Hungary and Poland. We have tools. If things go in the right direction and people as a body that is always, where always governments have to be accountable to, play an important role. Und liebe EU, seht es doch positiv. Wenigstens wurde die Frauenquote erfüllt. Und ich meine, das wollt ihr doch, oder? Und an alle, die jetzt heute oder morgen zum Italiener gehen und sich ihre Pizza oder Pasta gönnen. Oh mein Gott, könnte in Zukunft recht sein. Aufpassen. In dem Sinne, schönen Tag und Grüße an alle Italiener. Ich feiere euch.